In einem Kampf vom 13. Juli aus der Marie de Messe von Fukuoka. Es war eine hochinteressante Veranstaltung mit 7 Topfights und einer davon war das Duell des Weißrussen Alexei Ignashov gegen Jan the Giant Nortje aus Südafrika. Alexei Ignashov, sicherlich der Favorit in dieser Partie. Jan Nortje in erster Linie groß und schwer. Technisch gehört er nicht zu den Besten der K1-Szene. Auch im Jahr 2003 nicht. Das hat sich bis heute nicht geändert. Aber er ist einer, der, wenn er die Chance hat, sehr energisch nachgehen kann. Einer, der unbequem werden kann für seine Gegner, weil er eben sehr massig ist und sehr groß. Hat eine gute Reichweite und die setzt er auch hier in der Anfangsphase gegen Alexei Ignashov ein. Aber da eine gute Rechte des Weißrussen an den Kopf von Jan the Giant Nortje. Ein erstes Warnzeichen von Ignashov, der sich hier jetzt aber hinter der Doppeldeckung verschanzen muss, weil Jan Nortje sehr aggressiv attackiert hier in dieser ersten Minute der ersten Runde. Jan Nortje greift sehr viel an, schiebt Ignashov vor sich her und teilt Schlagserien aus. Ignashov kommt nur selten so dazu, wie gerade sich selbst einmal zu wehren. Meistens sind die beiden Fäuste oben zur Doppeldeckung. Und nun kommt Ignashov mit seiner Spezialität, den Low Kicks. Die kann er sehr hart treten auf den Oberschenkel des Südafrikaners. Die Zermürbungstaktik von Ignashov. Mit diesen harten, kräftigen Low Kicks hat er schon des Öfteren Erfolg gehabt. Damit hat er schon manches Mal seine Gegner weich getreten, um sie dann mit den Fäusten oder mit einer anderen Kickart, vielleicht mit einem High Kick, endgültig zu Boden zu schicken oder aber sie auch zur Aufgabe zu zwingen, durch die Häufigkeit der Low Kicks. Da kommt es zu Blutergüssen, zu so etwas, was man einen Pferdekuss nennt. Und Jan Nortje ist jetzt kurz davor. Er taumelt, wird angezählt nach dieser Kickserie von Alexei Ignashov. Und er kann dieses Duell nicht mehr weiterführen. Sieger mit K.O. Alexei Ignashov.